Viele Leute fiebern hin auf die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan. Es wird richtig glamourös, es wird auch richtig teuer. Herr Post aus Straubing, was halten Sie von dem ganzen Almauftrieb, der da veranstaltet wird? Ja, es ist halt also ein bisschen Show fürs englische Volk, aber an sich eigentlich schon eine schöne Sache, dass man das so als im Fernseher auch verfolgen kann. Bringt ja wenig davon mit. Ja, genau. Ja, also wir haben keine Zeitung und so interessiert uns das auch nicht so groß. Aber wenn jemand da Freude dran hat, dann soll er das ruhig machen. Wenn sie es leisten können. Ja. Können eh nichts mitnehmen, ne? Wenn sie so einen großen Auftrieb und so eine große Show wollen, dann sollen sie es machen. Wenn sie das Geld dazu haben, auch. Wenn die beiden in diesem Stil heiraten wollen, dann sollen sie das so machen. Habe ich nichts dagegen. Werden sie es selber anschauen? Ich habe zwei Mädels und die werden bestimmt vor dem Fernseher sitzen und dann werde ich auch mal hin und wieder da einen Blick drauf werfen. Eins der Mädels haben wir hier, wird es auch ansehen. Was macht die Faszination aus an so einer royalen Hochzeit? Das ist halt nicht oft und ich finde eigentlich das echt schön, auch zum Schauen, dass, also wie sie heiraten und ja, das ist ein kleines Kind schon alles und das ist echt schön. Wirst du es selber verfolgen im Fernsehen oder so? Nein, ich glaube nicht. Gibt es irgendeine Hochzeit, die dich überhaupt interessieren hat? Ja, schon von Verwandten oder so, aber Prominente eigentlich nicht. Könnten Sie sich das auch in Deutschland vorstellen, dass man eine Hochzeit so groß inszeniert? Schwierig, weil ich glaube, in Deutschland gab es da nur Leute, die was da ans Geld denken hatten und dann das kritisieren hatten, was das wieder kostet an Geld und Sicherheit, vor allem in der heutigen Zeit mit der Terrorgefahr. Das ist doch ein großer Kostenfaktor. Ich glaube, dass da schon einige gegeben hat, die das nicht so toll finden werden. In Deutschland ist alles möglich. Fast wie in Amerika. Ja, ich halte da nichts dagegen. Wie schon gesagt, das ist jeden seine persönliche Sache. Verglichen mit der royalen Hochzeit, die uns da bevorsteht, hat die eigene da mithalten können? Für mich persönlich war das mit Sicherheit auch meine Traumhochzeit. Auch wenn es nicht in dem großen Pomp und natürlich finanziellen Rahmen war, aber für mich war es meine Traumhochzeit. War es genauso schön wie so eine royale Hochzeit? Ja, ganz so viel Glamour hat es vielleicht nicht gehabt, aber in die Verhältnisse entsprechend war es gut. Wir haben das nur in ganz kleinen Familienrahmen gehabt. Wir haben im Garten gegrillt, waren bloß mit den engsten Familienangehörigen zusammen. Ja, es war eigentlich ganz entspannt. Das ist eigentlich das Gleiche bei den Royalen, ne, die haben halt das Geld und machen das groß. Wir haben das Geld nicht gehabt, haben wir das ganz gemacht. Werden Sie tauschen wollen? Nein, das nicht. Den Trubel kann ich nicht brauchen. Wirklich nicht. Ja, das hat so gepasst. Kannst du dir vorstellen, selber so groß und pompös zu heiraten? Nein. Hauptsache, es ist schön und es ist meine Traumhochzeit und also so teuer darf ich die niemals heiraten. Lieber wegen schlichter und einfacher. Und nicht so pompös und groß und mächtig, das ist ein bisschen zu viel. Jetzt geht es um die Königshäuser. Werden denn die Hochzeiten im Königshaus von Holland ähnlich pompös und groß gefeiert wie in Großbritannien? Ja, sehr groß gefeiert in Holland. Aber Maxima und Wilhelm Alexander sind vor 5 Jahren geheiratet in Holland. Es war ein ganz großes Fest. Was bedeuten denn diese Hochzeiten für die Menschen in Holland? Sehr viel. Wir sind sehr zufrieden mit unserem Königshaus. In Deutschland gibt es sowas ja nicht mehr. Würde es uns aber gut tun, wenn wir solche Königshäuser hätten, solche Veranstaltungen hätten? Ich glaube ja. Es ist eine sehr gute Reklame für das Land, für Deutschland auch, für Holland auch. Jeder liebt das Königshaus von uns.